Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Elektrische Netze. Heute mit der Folge Netzberechnung, Netzstrahl per Hand berechnen. Heute lernen wir, wie wir Netzberechnungen per Hand machen. Das machen wir zunächst einmal an einem Netzstrahl. Hier lernen wir auf jeden Fall, was wir dabei berücksichtigen müssen, nämlich die Leistung am Transformator, die Ströme auf den Leitungen und die Spannungen an den Knoten. Dazu brauchen wir auch die Impedanzen der Komponenten im Stromnetz, auch die lernen wir kennen zu berechnen. Wenn wir eine Netzberechnung machen, dann haben wir üblicherweise vorgegeben, die Wirkleistungen an den Knoten. Weniger die Ströme, nein, typischerweise sind es die Leistungen, die vorgegeben sind. Üblicherweise wird dann auch noch der Leistungsfaktor angegeben. Wenn nicht, dann gehen wir von reiner Wirkleistung aus. Außerdem kennen wir die Netzspannung typischerweise an den Einspeisepunkten des Netzes. Hier arbeiten wir mit dem einphasigen Ersatzschaltbild, das wir ja schon kennengelernt haben, und damit mit der Phasenspannung, also Nennspannung oder Netzspannung durch Wurzel 3. Wenn wir eine Netzberechnung machen, brauchen wir normalerweise die Trafoscheinleistung als gesuchte Größe. Wir möchten üblicherweise den Leitungsstrom ausrechnen, insbesondere den maximalen. Und wir müssen ausrechnen, wie groß die Spannungen an den Knoten sind, also insbesondere extreme Knotenspannungen. Gehen wir einmal der Reihe nach vor und schauen uns an, wie wir diese Größen berechnen können. Hier sehen wir, wo wir im Stromnetzplan diese Größen finden. Fangen wir mit der Scheinleistung an. Die größte Scheinleistung findet sich üblicherweise am Anfang der Leitung beim Transformator. Und sie ergibt sich im Grunde aus der Summe von allen Leistungen dieser Knoten, wenn wir einmal die Verluste auf den Leitungen vernachlässigen. Und das tun wir hier bei der einfachen Handrechnung. Aber aufgepasst, wir haben es mit Wechselstrom zu tun und damit mit komplexen Größen. Das heißt, wir müssen an den einzelnen Knoten die komplexe Scheinleistung, also Wirk- und Blindleistung, ausrechnen und als komplexe Größen addieren. Das heißt, wenn wir also die Leistungen addieren, müssen wir aufpassen, dass wir die Summe der Wirkleistung alleine für sich berechnen, die Summe der Blindleistungen alleine für sich berechnen und erst dann, wenn wir beide Größen haben, beispielsweise am Anfang beim Transformator, können wir den Betrag der Scheinleistung mit Hilfe des Pythagoras ausrechnen. Also der Weg ist, erst einmal Wirkleistung und Blindleistung an den einzelnen Knoten ausrechnen. Achtung, wie gesagt, komplex addieren bedeutet, dass wir halt hier unterschiedliche Blindleistungen dabei haben können. Und vielleicht haben wir als Beispiel an Knoten 1 eine ohmsch-induktive Last, an Knoten 2 eine ohmsch-kapazitive Last, wo auch immer sie herkommt. Und wir sehen jetzt hier in der komplexen Ebene der Leistungen vielleicht noch eine dritte Leistung, S3. Ja, da ist die Wirkleistung negativ. Das heißt, hier handelt es sich um eine Einspeisung, um einen Generator mit leichtem induktivem Leistungsbezug. Also nochmal, in der komplexen Ebene der Leistungen haben wir in der horizontalen Achse die Wirkleistung,
rechts Verbraucher, links Generator und die Blindleistung in der vertikalen Ebene, oben induktiv, unten kapazitiv. Und Sie sehen, wenn wir diese Größen jetzt komplex addieren, so erhalten wir dann tatsächlich eine Scheinleistung, die deutlich kleiner ist, als wenn wir einfach nur die Beträge der einzelnen Scheinleistungen addiert hätten. Wie schon gesagt, brauchen wir an den Knoten Wirk- und Blindleistung. Und wenn wir die Blindleistung direkt ausrechnen wollen aus Wirkleistung und Leistungsfaktor, können wir es uns bequemer machen, indem wir diese Gleichung hier verwenden, die sich aus der ursprünglichen Definition des Leistungsfaktors, der hier dargestellt ist, ergibt. Oder manchmal ist bei Lasten auch die Scheinleistung als Betrag gegeben und der Leistungsfaktor. Dann können wir die Blindleistung ebenfalls direkt mit einer Gleichung ausrechnen, die ähnlich aussieht, aber schon anders ist. Die sehen wir hier. Diese Gleichungen sollten bei Ihnen auf einem Formelblatt stehen, damit Sie bequemer zurechtkommen. Gut, wenn wir jetzt die Scheinleistung am Anfang berechnet haben und vielleicht auch rausgekriegt haben, dass der Transformator diese Scheinleistung auch übertragen kann, können wir den nächsten Schritt machen und die Ströme auf den Leitungen berechnen. Auch hier müssen wir aufpassen, denn die Ströme sind wieder komplexe Größen. Das heißt, wir müssen tatsächlich real und imaginär Teil für sich ausrechnen. Dann können wir die Ströme von hinten nach vorne aufaddieren, aber eben komplex. Realteil plus Realteil, Imaginärteil plus Imaginärteil. Und wir gehen dabei von hinten nach vorne zum Netzanschluss vor, denn die Ströme addieren sich von Knoten zu Knoten und am Anfang fließt ja der Strom, der zu allen Knoten hinfließen muss. Auch hier nochmal die extra Warnung, addieren Sie die Ströme komplex. Wir sehen nämlich hier das Zeigerdiagramm, ganz ähnlich wie eben bei den Leistungen. Wir haben auf der horizontalen Achse den real, auf der vertikalen den imaginären Anteil des Stroms, auf der rechten Seite positiven Wirkstrom, heißt wir haben einen Verbraucher, links einen Generator. Aber aufgepasst, in diesem Fall positive imaginäre Ströme haben kapazitive Wirkung und negative imaginäre Anteile bedeuten einen induktiven Stromanteil. Wie kommt das? Nun, typischerweise ist in dem Stromnetz, wie gesagt, nicht der Strom vorgegeben an den Lasten, sondern die Leistung. Dann müssen wir die Ströme aus den Leistungen berechnen. In unserem Fall nehmen wir hier eine Vereinfachung an. Wir nehmen erst einmal an, dass überall Nennspannung herrscht. Wenn wir dann die Scheinleistung ausrechnen, berücksichtigen wir, dass die Scheinleistung U mal I konjugiert komplex ist. Für Drehstrom müssen wir die drei Phasen berücksichtigen, das heißt, unsere Scheinleistung ist dreimal die Phasenspannung mal den Strom auf einer Phase, aber eben konjugiert komplex. Wenn wir mit der Nennspannung arbeiten, dann kommt die nur Wurzel 3 davor. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt also auflösen nach Real- und Imaginärteil, so können wir praktisch den Realteil ausrechnen als P geteilt durch 3 mal U Phase, das ist die Wirkleistung. Und den Imaginäranteil ist Q, die Blindleistung durch 3 mal U Phase, mit einem Minuszeichen davor. Das resultiert hier aus dem komplex konjugierten Definition für die Scheinleistung. Und dieses Minuszeichen, das sorgt dafür, dass jetzt hier in unserem Zeigerdiagramm der Imaginärteil des Stroms positiv eine kapazitive Wirkung hat. Gut, das müssen wir berücksichtigen, wenn wir jetzt tatsächlich die Ströme ausrechnen. Und das Vorzeichen beim Strom ist ganz wichtig, denn es spielt bei der Berechnung der Spannung nachher noch eine ganz wichtige Rolle.
Schauen wir uns nun einmal an, wie wir die Spannungsdifferenz zwischen den Knoten bequem berechnen können. Nun, wir handeln uns dabei von hinten nach vorne vor und berücksichtigen jetzt hier, dass unser Laststrom einen Real- und Imaginärteil hat und durch die Leitung fließt, also durch den Blindwiderstand und Wirkwiderstand der Leitung und damit dann einen komplexen Spannungsabfall erzeugt. Das heißt, dieser komplexe Spannungsabfall ergibt sich dann also nach dem Ohmschen Gesetz, das sehen wir hier. Und wenn wir diese Gleichung, die Klammern umsortieren nach Real- und Imaginärteil, so bekommen wir halt hier den Realteil dieser Spannungsdifferenz und in diesem Anteil hier rechts den Imaginärteil der Spannungsdifferenz. Und wenn wir jetzt also das Zeigerdiagramm zeichnen, von hinten die Spannung am Knoten, hier kommen die Real- und Imaginäranteile an unserer Leitung, dann bekommt die Phasenspannung auf diese Weise als Ergebnis diese Länge hier als grüne Größe. Jetzt interessiert uns ja vor allem der Betrag von der Phasenspannung und der Knotenspannung. Das heißt, wenn wir jetzt die Phasenspannung einmal runterklappen und die Längen vergleichen zwischen der Knotenspannung und der Phasenspannung, so sehen wir, dass die Längen im Wesentlichen aus dem Realteil als Unterschied sich ergeben. Der Imaginärteil an der Leitung, der spielt praktisch keine Rolle für die Beträge der Spannung an Anfang und am Ende. Der wiederum würde den Phasenwinkel oder hier in diesem Fall sagt man Spannungswinkel zwischen diesen beiden Spannungen beschreiben, aber der interessiert uns heute nicht so sehr. Halten wir also fest, die Differenz zwischen den beiden Spannungen an den Knoten ergibt sich aus dem Realteil des komplexen Spannungsabfalls an der Leitung. Und der Realteil, den haben wir hier einmal ausgerechnet. Das ist also Realteil des Stroms mal Wirkwiderstand. Und jetzt aufgepasst, minus der Imaginärteil des Stroms mal dem Blindwiderstand der Leitung. Und an dieser Stelle sehen Sie, dass das Vorzeichen von unserem Imaginärteil des Stroms nochmal eine große Rolle spielt, denn das entscheidet, ob die Spannungsdifferenz positiv oder negativ wird. Nun, wenn wir also jetzt auf die Weise dann die Spannungsdifferenz zwischen zwei Knoten ausgerechnet haben, dann können wir sie auch über den gesamten Knoten entlang berechnen. Das heißt, unser Vorgehen ist, wir nehmen die Ströme, die wir schon berechnet haben, nach Real- und Imaginärteil getrennt und berechnen dann mit der gerade vorgestellten Formel die Spannungsdifferenzen von einem zum nächsten Knoten. Und wenn wir die haben, dann können wir diese Spannungsdifferenzen Stück für Stück von vorne nach hinten aufsummieren, um die Gesamtspannungsdifferenz bis zum letzten Knoten auszurechnen. Das ist hier noch einmal entsprechend dargestellt. Hier in dieser Summengleichung steckt die Formel, die wir gerade hergeleitet hatten. Und mit Hilfe dieser Methode können Sie also per Hand die entsprechenden Spannungen an den Knoten ausrechnen. Jetzt brauchen wir noch die Impedanzen zur Leitungsberechnung. Und zwar nicht nur Leitungen haben Impedanzen, sondern ein Transformator hat sie, wie wir ja schon kennengelernt haben. Und das vorgelagerte Netz hat unter Umständen auch eine Impedanz. Und das Ganze schauen wir uns noch einmal hier im einphasigen Ersatzschaltbild an. Wir fangen an mit der Impedanz des vorgelagerten Netzes. Die wird häufig angegeben indirekt in Form einer sogenannten Kurzschlussleistung. Das ist also die Leistung, die im Falle eines Kurzschlusses maximal von diesem Netz geliefert werden kann. Und
je höher diese Leistung ist, desto geringer ist natürlich die interne Impedanz dieses vorgelagerten Netzes. Wenn Sie also einmal irgendwann Netzfachleute über Netze zu sprechen hören, wobei dann also die mangelnde Kurzschlussleistung eines Netzes bemängelt wird, dadurch würde das Netz instabil, dann hat diese Kurzschlussleistung sehr wahrscheinlich nicht direkt mit dem Kurzschluss zu tun, sondern diese Aussage hat dann eher mit der relativ hohen Netzimpedanz zu tun, die dieses Netz dann aufweist. Wir können dann die Netzimpedanz ausrechnen nach der üblichen Formel für Leistung und entsprechend ergibt sich dann die Gleichung, die hier dargestellt ist. Die Netzimpedanz wird in erster Linie als Induktivität angenommen. Das hat damit zu tun, dass zum einen wir gelernt haben, dass Leitungen im Wesentlichen sich induktiv verhalten. Dasselbe gilt auch für konventionelle Generatoren. Beim Trafo sind seine Eigenschaften vor allem durch das sogenannte Kurzschlussspannungsverhältnis UK angegeben. Auch das können Sie in der Videovorlesung zum Transformator noch einmal nachhören, wie das definiert ist. Letzten Endes ergibt sich für den Transformator vor allem ein Blindwiderstand, aber eben durch Verluste auch ein Wirkwiderstand, sodass also die Gesamtimpedanz eine komplexe Impedanz ist. Und üblicherweise ist das Kurzschlussspannungsverhältnis UK auch als komplexe Größe üblicherweise angegeben. Und hier ist also die Formel dargestellt, wie Sie aus dem Kurzschlussspannungsverhältnis die Impedanz des Transformators ausrechnen können. Natürlich haben Sie auch noch Leitungsparameter. Die haben wir ja ebenfalls schon kennengelernt. Und hier gilt eben, dass der komplette Widerstand der Leitung eben die Länge der Leitung mal der Widerstandsbelag ist und der Blindwiderstand der Leitung eben Länge mal Blindwiderstandsbelag oder eben, wenn der Induktivitätsbelag angegeben ist, dann eben 2πf mal Induktivitätsbelag mal Länge. Damit sollten Sie also nun in der Lage sein, bei einem einfachen Netzstrahl die Leistung, die Ströme und die Spannungen an den Knoten per Hand ausrechnen zu können. Damit bedanke ich mich für Ihr Zuhören und freue mich, wenn Sie demnächst wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.